Und willkommen zurück bei Yu-Gi-Oh! Ja, und speichern, sinnloserweise erstmal. Das dauert jetzt eine Million Jahre? Okay. Wenn ich diese Karte mit dieser Karte verwende und meinen Gegner... Ich arbeite immer noch an meinem Deck. Bereite deins besser auch vor. Melde dich, wenn du fertig bist. Ja, ich bin fertig. Wie gesagt, ich bin fertig und ich sollte mich bei dir melden, wenn ich bereit bin. Ich glaube, ich muss das Haus verlassen. Verlasse mein Haus! Geh mich mal wieder rein. Kann auch sein, dass ich ins Versteck muss. Aber ich probiere es erstmal hier, denn es wäre sehr ärgerlich, wenn ich ins Versteck zurücklaufe und dann ärgerlicherweise feststellen muss, dass ich dann doch zu Crow, dieser Schwuchtel, laufen muss. Entschuldigung für den Ausdruck eben, aber das ist die Wahrheit. So. Ach, warum benutze ich eigentlich meine Tastatur nicht? Ich meine, wer sieht schon gerne eine Maus, ne? Diese hässliche Maus. Keine Sau will die sehen. Die Maus ist wie die Sonne, niemand will sie sehen. Mann, guter Vergleich. Oh Gott, was geht hier ab? Oh hey, Janka. Du hast deinen Anführer das letzte Mal besiegt, oder? Das wollte ich erledigen, aber es schaut so aus, als hättest du mir die Show gestohlen. Na gut, Janka, wir duellieren uns auf der Stelle. Ich akzeptiere keine Widerworte. Oh, willst du schon wieder verlieren? Na gut, tun dir den Gefallen. Er will's nicht anders. Ich lasse dich nicht den ganzen Ruhm ernten. Oh, wie kindisch. Naja, gut. Bringen wir's hinter uns. Meine Zombies werden ihnen wieder das Fürchten lernen. Auch wenn wir beim ersten Mal gegen ihn mit unserem Wächterdeck oder Wächterstatue-Deck gewonnen haben. Jetzt probieren wir es mit dem Zombie-Deck. Alles klar, wir haben ein Blatt gezogen. Ich muss mich jetzt mit Zauber und Fallen verteidigen. Super! Was will man mehr? Endphase. Okay, er ist gierig aufs Ziehen, wenn er es so haben möchte. Zieh zwei Karten und entferne dann ein Monster vom Typ Finsternis auf deine Hand aus dem Spiel. Falls du kein finsteres Monster zum Entfernen in deiner Hand hast, lege alle Karten in deiner Hand auf den Friedhof. Die habe ich auch in meinem echten Deck. Die benutze ich in meinem echten Deck immer, um Gesicht des Todes zu entfernen. Ich kann ja mal am Ende des Let's Plays vielleicht mal einen Part machen, den ich mit meinem echten Deck mache. Und hier sehen wir den Forstplünderer. Ich habe ja schon mein echtes Deck im letzten Let's Play benutzt. Und damit habe ich viermal hintereinander gewonnen. Ohne jetzt angeben zu wollen. Aber da sind auch viele Verboten in meinem Deck drin. Ja, eigentlich kann man ja Verbotene nicht in diesem Spiel benutzen. Allerdings gibt es ein Zaubermittel und das nennt sich Cheaten. Ja, dann benutze ich einfach den Cheat, dass man verbotene Karten benutzen kann. Ja. Ich glaube, ich werfe meine Hand mal wieder zurück ins Deck zurück. Und in der Hoffnung, dass ich einen 4-Sterne-Monster ziehe. Ja, schon besser. Gut, dann setze ich die jetzt in die Verteidigung. Dann haben wir wenigstens was, womit wir uns verteidigen können. Und Endphase. Und wir haben eine der Verzweiflung aus der Finsternis wiedergezogen, die wir gerade eben zurückgelegt haben. Ah ja, er spielt seinen Forstplünderer nochmal. Diesmal ohne Animation. Und er greift mein Geister-Dingens an. Zombie-Geist, Geister-Sensenmann, achso, okay. Mein Monster kann nicht im Kampf zerstört werden. Dafür wird es sich selber zerstören, wenn es irgendwie von einem Effekt gewählt wird. Das heißt, wenn ich jetzt Kreaturentausch benutze. Moment, wenn ich Kreaturentausch benutze, wird mein Monster zerstört. Und ich kriege seinen Forstplünderer. Dann hätte er nichts auf dem Feld. Gut, ich probier's mal. Ich setze sie erstmal in die Angriffsposition, damit ich, falls es doch nicht zerstört werden sollte. Ich hab's doch gewählt. Ja, gut. Das Worst-Case-Szenario ist jetzt eingetreten. Sein Monster wird nicht zerstört, obwohl ich es angewählt habe.
Egal, jetzt greife ich ihn mit seinem eigenen Monster an und er kriegt 1600 Schaden. Leider haben wir jetzt den Nachteil, dass wir sein Monster nicht zerstören können, denn es landet jetzt in die Verteidigungsposition. Jetzt müssen wir einen Weg finden, wie wir es zerstören können. Vielleicht können wir uns es nochmal zurückholen mit einer zweiten Kreaturentauschkarte oder wir benutzen... Okay, das Problem hat sich erledigt, er opfert es einfach. Patrizier der Dunkelheit, der Herrscher dieser Karte bestimmt die Ziele für diese Angriffe seines Gegners. Achso, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Monster angreifen möchte und er noch ein anderes hat, dann kann er wählen, welches Monster ich angreifen soll. Die ist ziemlich nützlich, der Effekt. Ja gut, jetzt zerstört er sein eigenes Monster, wir kriegen 100 Punkte Schaden. Halb so schlimm. Jetzt haben wir den Nachteil, dass wir wieder nichts haben, was wir spielen können. Ich könnte jetzt Ruf der Gejagten benutzen und meinen Zombie vom Friedhof zurückholen. Allerdings würde es dann uns ja, viele Lebenspunkte Schaden zufügen, denn es würde in der Angriffsposition zurückkommen. Und ja, wäre dadurch nicht lange auf dem Feld. Gut, ich probiere es jetzt mal mit Verteidigen. Ich setze sie jetzt nochmal, also nicht nochmal, sondern einfach so jetzt nochmal verdeckt. Das habe ich doch nochmal gesagt. Ich habe zweimal nochmal gesagt. Einmal nochmal, weil ich denke, dass ich noch, also dass ich Ruf der Gärten schon mal gespielt habe. Nochmal. Und einmal, weil ich nochmal gesagt habe. Oh mein Gott, okay. Oh nein, jetzt kriegen wir mindestens 1000 Punkte Schaden. Okay, er greift mit seinem stärkeren Monster meinen Geisterturm an. Unser Knochenturm. Und mit der greift er mich direkt an. Wie viel Schaden macht es? Ja, 1,6 ist okay. Natürlich hätte ich die jetzt zurück vom Friedhof holen können, aber das hätte kaum einen Unterschied gemacht. Ich hole ihn lieber in der Endphase. Was zum? Hey, nein! Kette! Kette! Ich will! Nein! Kette! Oh, schön Kette! Kette, Kette, Kette! Kette 2, Kette 2! Kette 2 ist vor Kette 1! So, schnell wieder zurückholen! Ich will nicht, dass der entfernt wird. Die könnte ich eigentlich in meinen echten Deck einbauen. Warum wird die... Jetzt wird sie ausgerechnet von dem Effekt gewählt. Genau, das Spiel ist immer gegen mich. Hurra, mach mich ruhig fertig, Spiel. Drecksspiel. Dafür zerstöre ich jetzt seine Verdeckte. Das geht doch so nicht hier. Nimm das! Ach, die war gefährlich. Okay, nicht gut, es sieht nicht gut aus. Finstere Illusion. Ah ja, damit hätte er was annullieren können. Okay. Nein, bitte greif mich nicht direkt an. Bitte nicht. Bitte nicht, lass mich in Ruhe. Nein, jetzt bitte noch eins. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Sieht's aus, als verlieren wir dieses Match gegen ihn. Obwohl es gar kein Match ist, weil Match werden ja dreimal duellieren. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Oh je, hoffentlich kann ich das noch wenden. Wenn ich das wenden kann, Leute, wenn ich dieses Duell noch gewinne, dann bin ich gut. Oh je. Oh Gott, wir haben nur drei Karten. Jetzt haben wir vier Karten auf der Hand und er hat... Oh Gott. Oh! Ah, damit kann ich mich nicht retten. Eieiei, wenn er mich mit der zuerst angreift, dann hätte ich 3100 und die machen 3200. Ja, das kann ich aufgeben. Mir fehlen 100 Punkte. Okay, ja. Ja, wir haben soeben unser erstes Duell mit unserem Deck verloren. Kommt auch mal vor, ich hab's euch im letzten Part gesagt, dass wir auch einige Duelle verlieren werden in diesem Let's Play. Und jetzt ist es zum ersten Mal aufgetreten, dass wir verlieren. Ich weiß, dass du besser bist. Komm schon, ich halte mich nicht zurück, gib dein Bestes. Okay, probieren wir es nochmal. Und er wiederholt das, was er mir eben vor 9 Minuten gesagt hat.
Ja, wir haben gewonnen. Soll ich zuerst anfangen? Ich weiß nicht. Ich fange das erst an. Komm, dann greift er vielleicht eine Pyramidenschildkröte an und dann kriegen wir genau einen Vampir-Lord. Ja, okay. Doch nicht. Mit der Hand wäre es vielleicht besser gewesen, wenn wir als Zweiter angefangen hätten. Gut, ruf der Mumie. Mit der tue ich jetzt einfach mal. Ich will jetzt nicht gleich mein Angriffsmonster spielen, sondern erstmal ein Verteidigungsmonster, was er auch sehen kann, damit es ja, ihn zu einem Angriff verlockt. Warum ich will, dass er angreift, ich weiß nicht. Einfach mal so. Na los, greif an! Jagddrache. Ein normales Monster. Normale Monster sollte man in der Regel nicht in sein Deck tun, weil die meistens ziemlich useless sind. Effektmonster sind da deutlich praktischer. Aber es gibt auch Decks, die spielen auf normale Monster. Sodass, ja, es gibt Karten, die beschwören viele Normalmonster als Spezialbeschwörung. Und wenn man normale Monster in seinem Deck hat, dann kann man auf Quantität spielen, also viele Normalmonster dann auf dem Feld haben. Okay. Ich habe eine Idee, ich spiele die jetzt. Nein, warte. Warum benutze ich nicht den Effekt und spiele gleich die hier? Immer dieses komplizierte Denken bei mir. Also gut, Effekt. Und dann spiele ich die hier. Kaputt. Und jetzt habe ich was Fieses vor. Ich hoffe, es klappt. Jetzt benutze ich Ruf der Gejagten. Hole den Knochenturm vom Friedhof. Dann spiele ich noch meine Mumie. Spiele Megawandler. Die Karte bewirkt, dass wenn meine Lebenspunkte niedriger sind als die des Gegners, die Grund-ATK verdoppelt werden. Allerdings werden die Lebenspunkte halbiert, wenn meine Lebenspunkte größer sind als die des Gegners. So, diese Karte spiele ich jetzt auf die hier. Soweit so gut. Noch verändert sich nichts, weil die Lebenspunkte gleich sind. Wenn ich jetzt allerdings meine Lebenspunkte verringere, hat mein Monster fast 5000 Angriffspunkte. Okay, soweit so gut. Ja, 5600. Das würde ihnen jetzt 100 Schaden machen. Meine Punkte werden immer noch niedriger. Genau. Und jetzt greife ich ihn mit 5600 direkt an. Nein! Ich hasse solche Zauberkarten. Die werden wir in diesem Let's Play noch häufiger sehen. Oh, das wäre jetzt so schön gewesen mit 5600 direkt auf seine Lebenspunkte. Naja. Aber es war doch ein guter Plan, das müsst ihr doch zugeben, oder? Meine Kreatur ist jetzt doppelt so stark. Es gibt auch doppelte Rache später, wenn ich wieder dran bin. Warte nur, Kellen. Das wirst du bezahlen. Wehe, du zerstörst mein Viech jetzt. Meine Bestie des Todes. Oh, er verteidigt sich. Wie armselig. Wie armselig. Na warte, jetzt werde ich voll auf Sieg spielen. Ja. Aber wenn ich solche Zauberkarten spiele, wird mir schlecht. Oder ziehe, wird mir schlecht. Drück hier Negier. Nachladen. Hier ein bisschen Handkartenverwaltung hier.
Ah, schon besser. Rio Cocky. Alles klar. Ich könnte jetzt. Moment. Ich könnte das jetzt in die Angriffsposition setzen. Und dann mit Kreaturentausch das austauschen und dann mit dem hier den hier zerstören. Das würde wie viel Schaden machen? Scheiße. 2800. Nee. 3800 würde es ihm Schaden machen. Dadurch hätte mein Monster jetzt allerdings wieder eine halbierte Angriffskraft, weil unsere Lebenspunkte dann höher wären. Ich opfere jetzt einfach mal meine Mumie und spiele ihre Cocky, um meine Angriffskraft noch weiter zu erhöhen. Und jetzt zermatsche ich seine Monster. Sein verdecktes zuerst. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, wählt jeder Spieler ein normales Monster. Okay, er kriegt ein normales Monster auf seine Hand. Wir nicht, weil wir kein normales Monster haben, weil ich es nicht nötig habe. Aber das ist das, was ich meine mit der Quantität von normalen Monstern. Okay, Rio Cocky, mach seine Gerichtsspielmarke fertig. Ich hasse Gerichte! Sowohl in dem Gerichtshaus als auch in dem Restaurant, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. So, wenn ihr jetzt nichts spielt, dann... Oh, dann tut's weh. Dann tut's echt weh. Natürlich greife ich mit meinem... mit meiner Verzweiflung aus der Finsternis zuerst an. Weil sonst hätte es ja eine halbierte Angriffskraft dann, wenn ich mit Rio Cocky zuerst angreifen würde. Das könnte ich... Soll ich? Nein, 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 nein. Oh, ich muss warten. Verdammt. Also gut. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Zuerst das weg. Das ist der Panzerzombie, den er sich gerade auf die Hand geholt hat. Und jetzt. Jetzt tut's weh. Das ist dafür, dass du mich vorhin besiegt hast. Kabuz, stärker als ein Fünf-Gotte-Drache. Schön. Gut, jetzt hat allerdings unser Monster jetzt seine Angriffspunkte halbiert, denn wir haben jetzt mehr Punkte als der Gegner. Wenn er jetzt ein Monster spielt, kann ich es vielleicht dann austauschen mit Kreaturentausch und es dann mit Rio Cocky zerstören. Halt, warte, nein! Dann geht ja die Monsterkarte für ihn und dann hat er die 5600 Angriff, weil er ja dann die Karte hat, quasi, ne? Na, ich weiß auch nicht so genau. Das ist komplizierter Shit zum Berechnen. Ja, zerstöre ich meine Verzweiflung. Aber wenn ich jetzt eine Karte hätte, die meine Lebenspunkte wieder reduziert und dann wieder, dann hätte mein Monster wieder 5600 Angriffspunkte. Das wäre echt dann sehr gemein, das wäre echt super gemein. Okay. Aber mein Monster hat gute Dienste geleistet, er hat ihm 5600 Angriff zugefügt, also Schaden zugefügt. Ja, leider können wir jetzt wieder nicht ziehen. Was? Moment, den Effekt müssen wir sicherheitshalber durchlesen. Der Effekt dieser Karte ändert sich in Abhängigkeit von der Anzahl der Finsternismonstern in deinem Friedhof. Diese Karte erhält 400 ATK. Achso, okay. Weil er 3 bis 4 Finsternismonster auf dem Friedhof hat. Die muss ich zerstören, tut mir leid. Das sind weitere 400 Schaden für dich. Hast ja selber so einen kleinen Dachschaden, Kellen, mit deinen schwachen Normalmonstern. Wobei, aber es hat vorhin geklappt, muss man zu seiner Verteidigung sagen. Vorhin hat es bei ihm geklappt. Aber nur weil ich scheiß Karten gezogen habe. Jetzt suche ich wieder nach Ausreden, ja, ja, ich weiß. Um meinen schlechten Duell-Skill zu verbergen. Ah, verteidigen. Ja, jetzt können wir immerhin wieder ziehen. Pyramidenschildkröte. Wir haben Pyramidenschildkröte und Kreaturentausch. Ah, schön. Geben wir ihm doch mal die Pyramidenschildkröte. Als kleines Geschenkchen. Hui, Blutsauger. Die ist nützlich. Jedes Mal, wenn du im Kampf deinem Gegner mit dieser Karte Schaden zufügst, wird die oberste Karte auf den Deck deines Gegners auf den Friedhof geschickt. Gut, in einem Deck Zerstörungsdeck. Und jetzt zerstöre ich meine Pyramidenschildkröte, dann aktiviert sich der Effekt für uns und wir kriegen einen weiteren Rio Cocky aufs Spielfeld. Mit dem wir ihn dann direkt angreifen und können wir ihn damit sogar, ja,
Wir können ihn damit sogar schon erledigen. So, okay. Ja. Oder nicht nehmen, Vampirlord. Ist genauso gut. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Kellen. So, okay. Jetzt kriegen wir einen Bonus. Bestimmt, weil wir unser Monster mit 5600 ATK ihn direkt angegriffen haben. Ich warte auf den Bonus. Und? Wo ist er? Oh, kein neuer Bonus. Schade. Und ich mache mal kurz Pause. So, Entschuldigung für diese kurze Unterbrechung. Es gab Essen bei mir. Puh, ich wusste schon immer, dass du wirklich gut bist. Ich werde mir das verbleibende Gebiet ansehen. Ja, aber lass dich nicht wieder verprügeln, ne? Du Weichei. Okay. Wo gehe ich denn jetzt hin? Hier vielleicht in diese Richtung. Oh, wir haben 20 Minuten. Ich bin gerade überlegen, ob ich den Part beenden soll oder continuen soll. Ich continue mal. Lass mich überraschen, was als nächstes kommt. Und je nachdem, was dann als nächstes kommt, wenn es ein großes Event oder Ereignis ist, dann verschiebe ich das auf den nächsten Part. Und wenn es ein etwas kleineres Ereignis ist, dann auf den. Dann mache ich es in diesem Part noch. Wo ist der Speicherpunkt? Ach ja, der ist ja hier oben, genau. Ich hoffe, da. Oh, gut, da ist nichts. Sehr schön. Speichere Dateien! Schalte das System aus. Also Leute, ne? Wenn ihr bei so einem Speicherpunkt seid und da steht, schaltet das System nicht aus, schaltet euer System aus. Nein. Macht es auf keinen Fall jetzt, ja? Auf keinen Fall machen. Ihr schaltet euch damit nur euch nur selber und euren Spielstand. Das habe ich früher im Pokémon mal gemacht. Um zu klonen. Und danach war mein Spiel ja komisch drauf. Dann funktionierte es irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Hm, sicherlich nicht, weil der Spielstand irgendwie verbuggt war. Oder weil ich zu viel geklont habe und geglitscht habe oder so. Nein, nein, nein. Und die ganzen Missing Notes, die ich auf den Boxen habe, die habe ich auch alle, ja, nicht freigelassen. So, ja, ich glaube, wir müssen jetzt zu Crow zurück. Schauen wir mal nach, wo es weitergeht. Vielleicht beende ich ja dann an der Stelle den Part, an der es weitergeht. Genauso mache ich das vielleicht. Schau mal nach, ne? Erstmal schauen. Ihr seht ja dann, wie lang der Part ist, ne? Und ihr werdet es dann schon sehen, wie ich das jetzt machen werde. Verdammt, hier, genau. Ich habe so eine Zorro-Dingens. Ich habe eine Wegfindersuche wie Zorro aus One Piece. So. Hey, gutes Timing. Ich bin gerade mit meinem Deck fertig geworden. Lass uns duellieren, damit ich es ausprobieren kann. Das letzte Mal hatten wir gar keine Gelegenheit, also wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Was, du willst dich gegen mich duellieren? Gegen mich, den großen Yanka. Okay. Ja, ein Duell geht noch und dann lassen wir es gut sein. Und dann, ja, erobern wir im nächsten Part das Gebiet des Gegners. Er hat ein Schwarzflügeldeck, ich muss aufpassen, das sind ja, Schwarzflügeldecks sind sehr gut und spielen auf Spezialbeschwörung und auf einen hohen Angriff. Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein und jeden Zug, den ich mache, gut überlegen. Okay, wir haben kein Monster gezogen, was eine hohe Angriffsstärke hat. Das heißt, ich muss fürs Erste auf Verteidigung setzen. Jetzt deaktivieren und mein eigenes Monster entfernen. Nee. So, mystischer Raumtaifun und das reicht eigentlich schon. Lassen wir ihn erst einmal seinen Zug machen. Ich hoffe, er spielt viele Karten. Wenn ein Schwarzflügelmonster, das du kontrollierst, angreifst oder angegriffen wird, kannst du diese Karte während des Damage Steps von deiner Hand auf den Friedhof legen, um das Monster bis zur Endphase 1400 ATK erhalten zu lassen. Oh, heftig. Lass meinen Turm in Ruhe! Ach, mein Turm ist stärker. Knochenturm.
Oh, komm, jetzt machst du es dir aber leicht, hier gleich aufschlagen zu benutzen. Kann ich das irgendwie... Nein, kann ich nicht. Natürlich könnte ich die Zauberkarte zerstören von ihm, aber das würde den Effekt nicht annullieren. Ne? Und zwei verdeckte. Soll ich da... Ja, komm, ich nehme eine mal sicherheitshalber mit. Ene, mene, Mister, es rabbelt in der Kiste. Ene, mene, Mac, und du bist weg. Wie weg bist du noch lange nicht? Sag mir erst, wie alt du bist. Verdammt, das kann jetzt lange dauern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Verdammt, 20 ist hier. Okay. Hä, was war das Ebenholzpfeil? War das Ebenholzpfeil? Moment, ich will schauen, ob es gewesen war. Ebenholzpfeil. Es war Ebenholzpfeil, okay. Wähle ein offenes Monster, das du kontrollierst. Bis zur Endphase verliert es 500 ATK. Und während eines Damage-Angriffs zwischen dem. Okay, es kriegt. Verliert also das Monster, was mit Ebenholzpfeil ausgerüstet ist. Verliert 500 ATK. Dafür geht das Monster durch. Scheiße. Dafür geht das Monster durch Verteidigung. Ich habe schon wieder kein Tributmonster oder kein normales Monster, sondern. Ja. Nichts. Gutes. Ich muss mehr Monster Stufe 4 reinbauen ins Deck. Denn, ja, ich will jetzt nicht nochmal verlieren. Greif mich ruhig an, wenn es dir Spaß macht. Genau. Oh je. Kein schönes Duell bis jetzt. Das liegt daran, weil... Okay, ich baue unmittelbar jetzt nach diesem Duell Monster Stufe 4 ein. Das Déjà-vu. Déjà-vu. Das werde ich jetzt sofort machen. Jetzt, genau nachdem ich verloren habe. Dann werde ich nochmal mich mit ihm duellieren und dann beende ich den Part. Ja, mach mich ruhig fertig. So. Jetzt aktiviert er bestimmt noch ein paar Karten, um mich zu ärgern. Ja, mach mich ruhig fertig. Das habe ich verdient. Selber schuld, wenn ich so wenig Monster mit Stufe 4 im Deck habe. Die muss ich mal alle durchzählen jetzt. Also Leute, ihr seht, wenn ihr ein Deck baut, vergesst nicht, möglichst viele Monster Stufe 4 reinzubauen. Ansonsten endet ihr so wie ich jetzt. Und man verliert im sechsten Zug. Oh. Okay, ich muss mir Monster Stufe 4 reinbauen. Vielleicht tue ich ein paar Zauber oder Fallen raus. Staubtornado vielleicht. Ja, Crow, die Kugel Hulgen zeigt's dir. Bist du mit deinem Deck fertig? Mal sehen, wie es geworden ist. Zeit für ein... Jetzt will er nochmal, okay. Dachte ich mir schon fast. Also gut, ein neues Pack ist in... Ein neues Structure Deck ist verfügbar. Okay. Ich glaube, ich kaufe mir auch gleich neue Karten, wenn ich schon dabei bin. Wir haben wieder 4000 DPs. Bei uns. So, da ich jetzt wieder zu faul bin, um zum Kartenshop zu gehen, gehe ich wieder in den World Championship Modus. Und kaufe mir dort die Karten ein. Und wir haben einen neuen Gegner im CPU-Duell. Schauen wir uns das mal an. Wir werden das nicht benutzen, aber ich schaue trotzdem mal nach. Das ist der hier, XXL Hyoniel. Okay. Gut, dann gehen wir in den Shop rein, erhalte Karten. Können wir uns ein neues Structure Deck kaufen? Ah. Sei wieder. Ja, willkommen zurück, Invincible Fortress. Okay, jetzt kaufen wir hier ein paar Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoffentlich ist hier eine Spiegelkraft drin. Ich weiß aber nicht, ja, ich kann auch sein, dass es in einem anderen Booster-Pack ist. So, schauen wir mal nach. Also, wie gesagt, ihr könnt das Video pausieren, ich werde sie kurz durchgehen. Rasender Kampfochse, Seeschlangenkämpfer der Dunkelheit, der dritte Sarkophag, Getsu Fuma, schwarze Tyranno, Seenrückkehr, Herrscher des Gifts, Selbstzerstörungsknopf, die ist heute verboten. Früher war die... Ja, dürfte man die dreimal im Deck haben.
das Recht der normalen, auch wieder eine Karte, die auf normale Monster spielt, Lekunga, Villago, Dimensionskrümmung, die wäre gut in meinem Real-Life-Deck, Ninja Lady Yae, Giga Gaga Gigo, schwer auszusprechen, Rüstung der optischen Tarnung, gegen Feuer, Segen des Nils. Moment. Ah, die kann man gut mit Krios. Ne, die kann man gut mit Hirakus. Ne. Diese andere Sphinx da. Ihr wisst schon, die Karten von der Hand, wenn sie auf die Hand zurückgeben, auf den Friedhof schmeißen, das wäre eine gute Kombi. Räumlicher Einbruch. Vampir Lady. Die kennen wir ja. Fred, der tapfere Wanderer. Drillago. Chaosende. Die habe ich auch in meinem Real Deck. Erzgesang, ein Ritual, eine Ritualzauberkarte. Legendärer, oh Gott, Jujutsu-Meister. Herrscher des Gifts. Torpedofisch. Ultra-Evolutionspille. Fuma-Shuriken. Verfluchte Siegel des verbotenen Zaubers, die haben wir bereits. Zauberwirtschaftslehre. Wirtschaftslehre. Ekliges Fach. Der erste Sarkophag. Des Känguru. Bugiga Gaga Rigo, Vampir Lady, finsterer Triceratops, Staubbarriere, Schwerelosigkeit, sonischer Blocker, gelb glänzender Schild, Beschützer der Zuflucht, Wiederverwertung, habe ich auch in meinem Real Life Deck, Staubbarriere, Ultra Evolutionspille, Bugiga Gaga Rigo hatten wir bereits, Segen des Nils hatten wir bereits, Seelenübernahme habe ich auch in meinem Real Life Deck. Flammen im Pachi, sonischer Blocker, Fenrir, Sendbote des Gerichts, Saturn, die hat ein Freund von mir in seinem Deck, Grüße an der Stelle, falls du das hier sehen solltest, Mauer des enthüllenden Lichts, habe ich auch in meinem Real-Life-Deck, Taktik des Massenangriffs, auch wieder eine Karte, die auf Normalmonster spielt, Rennen Majo Daesa, habe ich auch in meinem Real-Life-Deck, Verrückter Hund der Finsternis, Reparieren, Weiße Magierin Pikachu, Arkaner Bogenschütze des Waldes, Selbstzerstörungsknopf normal, Rio Koki, die hatte ich mal, allerdings war ich so dumm und habe sie dann getauscht, ja, gegen ein paar useless Karten, da wurde ich richtig beschissen. Ja, gut, ja. Und immer wenn ich die Karte jetzt sehe, ärgere ich mich zu Tode, also sie war richtig super, die Karte. Und die ist sogar jetzt limitiert. Früher, wo ich die hatte, war sie verboten, ironischerweise. Ja. Schwerelosigkeit. Delta-Angreifer, die ist super kombinierbar mit drei weißen Drachen auf dem Feld. Arkaner Bogenschütze des Waldes hatten wir auch schon. Seelenübernahme hatten wir schon. Heiliger Kranich. Herrscher des Gifts hatten wir auch schon. DNA-Transplantat. Opferlamm, Drillago, Herrscher des Gifts, die Geburt eines Helden, oh Moment, hier ist Umblättern, Sonnenlicht der Wüste und Jade Insektenpfeife, Pfeife, okay, ja. Ja, das war's auch schon. Jetzt werde ich wieder zu unserem guten alten Invincible, ich sage immer Invincible, obwohl es Invincible heißt. Ich werde jetzt zu Invincible Fortis wechseln. Invincible Fortis. Unzerstörbare Festung auf Deutsch. Genau, bauen wir vielleicht noch ein paar neue Karten ein. Also Moment. Stufe 4. Ja, das sind schon viele. Im Vergleich zu Zombie Madness, da war ja, hat man schon gesehen, da war ja gar nichts los. Gut, die müssen wir rausbauen, weil die verboten ist. Verdammt, meine A-Taste will wieder nicht. Okay, sonst können wir. Jetzt kann ich die irgendwie ersetzen. Karten auf die Hand zurückgeben brauchen wir auf jeden Fall. Wobei, wir bei Lebenspunkte heilen. Nein. Die. Warte, jedes Mal. Ich weiß nicht, ob ich die reintun soll. Ich meine, 1000 Lebenspunkte sind verlockend. Allerdings bräuchten wir immer zwangsweise. Wo ist die Karte? Genau, wir bräuchten immer diese Karte hier. Damit wir die Zauberkarte benutzen können.
Vielleicht irgendetwas, was zerstört oder Modus wechselt. Karten oder Modus wechseln. Wechsel Kartenposition, nehmen wir mal das hier. Bringe ein verdecktes Monster auf dem Spielfeld in die offene Angriffsposition. Die ist gut in einem Flip-Deck. Nein, die kenne ich nicht. Aktiviere sie, annulliere Angriff. Okay, nein. In die Kampfposition alle offenen Monster auf dem Spielfeld. Skarabeus-Schwarm wäre eine Möglichkeit. Aber es ist kein Felsmonster. Die Karte wäre auch eine Option. Oder ich hau Waffenstillstand rein. Ja, ich glaube, die hau ich sogar rein. Da werden meine zwar auch aufgedeckt, aber meine haben ja den Effekt, dass sie sich wieder zurück in die richtige Position setzen können. Gut, dann tue ich noch eine Karte einschalten. Das ist Exod. Und dann benenne ich mein Deck noch um und dann duelliere ich mich noch gegen Crow und dann beende ich den Part. Und dann, ja. So, wie habe ich mein Deck denn genannt? Ägyptischer Zorn, glaube ich, hieß es, oder? Ägyptischer Zorn. Hast du noch eine 2 hin? Dann würde ich hier hinschreiben 2.0, spaßeshalber. Nein, keine Zahlen. Warum nicht? Oh, keine Zahlen, ist doch scheiße. Egal. Gut, dann haben wir zwei Decks, The Walking Dead und Ägyptischer Zorn. The Walking Dead hat eine Siegesquote von 75%. Ja, die zwei Niederlagen haben wir uns gerade in diesem Part eingeholt. Mann, ist fast wie eine Krankheit. Okay. Speicherdaten und jetzt machen wir Crow fertig. Halt. So, dann Story-Modus. Dann hier speichern. Und jetzt kommt die Revanche. Crow, ich mach dich dieses Mal fertig. Ich prophezei 20 Züge. So. Let's go. Okay, ja. Wir haben wieder kein Monster Stufe 1 bis 4 gezogen. So, dafür haben wir allerdings verräterische Schwerte gezogen und damit können wir uns auch helfen. Und wir haben auch den Hammer gezogen. Gut, ich nehme mal den magischen Hammer und lege alle Karten zurück ins Deck außer verräterische Schwerter. Ah ja, Steinstatue der Azteken. Sehr gut. Okay, jetzt spiele ich dann die hier noch. Und jetzt haben die eine Zauberfalle und ein Monster auf der Hand. Das ist super. Dann besteht die Chance, dass er falsch liegt. 33,33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 3
Und ich hoffe, du greifst die jetzt an. Wieder dasselbe Spielchen wie vorhin. Egal, so wichtig ist die Falle jetzt nicht. Es hat zwei seiner nervigen Fallen verschwendet. Und der Bohrer, der Speer. Dieses Monster geht durch die Verteidigung. Und weiter. Es greift den Bohrer, der Speer mein Versechstes an. Und er kommt nicht vorbei. Tja, er hat sich schon selber ordentlichen Schaden zugefügt. Ah, Sandmotte. Ich hoffe, er greift die Sandmotte wieder an. Genau, greif ruhig meine ganzen 2000 Verteidigungsmonster an. Hier, stört mich nicht. Ich spiele meine Wächtersphinx erst, wenn er viele Monster auf dem Feld hat, dann lohnt sich der Effekt mehr. Ja los, greif mein Verdecktes an. Was? Schwarze Wirbelwind. Wenn ein Schwarzflügelmonster als normale Beschwörung beschworen wird, kannst du deinen Schwarzflügelmonster von deinem Deck hinzufügen, das weniger ATK hat als das Monster. Ah ja, okay. Er möchte viele Monster jetzt auf seine Hand holen, die er dann spezial beschwören kann. Aber sobald ich meine Wächtersphinx draußen habe, ist es alles egal. Ja, er greift mein Verdecktes nochmal an. Und kriegt wieder selbst Kampfschaden. Oh nein, es hat 2000 Defense. Muhaha, du hast mein Monster zerstört. Nein, hast du nicht. Du hast es angegriffen und nicht zerstört. Mann, was rede ich hier wieder für Mist? Langsam fange ich wieder zum Starter an, ne? Oder zum... Ja, ihr wisst schon, dass ich langsam anfange, Blödsinn zu reden, weil der Part jetzt schon über 40 Minuten geht. Soll ich ihn ärgern? Nö, sind wir mal friedlich hier. Mainface. Jetzt spiele ich die Wächtersphinx. Und ich gebe diese Sandmonte ab. Oder nicht? Ich gebe die Steinstatue ab. Dann decke ich die hier wieder zurück in die Verteidigung. Und spiele meine Falle verdeckt. Und das reicht auch schon. So, jetzt bin ich gespannt. Ich werde eine Tributbeschwörung machen. Ich glaube schon. Oh, und ich sehe gerade, dass er Karten in seinem Extra-Deck hat. Vielleicht ein paar Synchro-Monster. Genau, verteidige dich ruhig. Setz deine Monster in die Verteidigung. Haha, magischer Abfluss schon wieder. Okay, Wächtersphinx, du wirst geflippt und ich hoffe, er aktiviert jetzt keine bodenlose Fallgrube. Haha, okay. Ich hoffe, es klappt. Ich bin jetzt mal so dreist und greife ihn einfach jetzt mal an. Ich bin mir nicht sicher, ob es klappt. Wahrscheinlich hat er irgendeine fiese Falle. Spiegelkraft. Ah, doch nicht. Okay. Da habe ich ihn mal wohl ganz kurz überschätzt. So, dann die Wächtersphinx. Als nächstes die neue Abfangkanonen. Und jetzt kommt der schöne Effekt der Wächtermonster. Richtig, zurück in die Verteidigung. Leider ist meine Sandmotte jetzt in der Angriffsposition. Und wir werden im nächsten Zug Kampfschaden vielleicht bekommen. Vielleicht aber auch nicht. Wir haben ja immer noch die Belastungsprobe. So, er ist wieder dran.
Er hat jetzt 6 Karten auf der Hand. Darunter 3 Monster, die wir ihm gerade auf die Hand zurückgegeben haben. Und jetzt kommt Bora der Speer noch hinterher als Spezial. Oh, er füllt seine Hand ganz schön auf, wenn er jetzt weiterhin so viele Monster spielt. Na los, spiel Bora der Speer! Dankeschön! Oh, das war zu erwarten, jetzt greift er meine Sandnote an. Und ich benutze jetzt meine Falle und ich hoffe, es klappt. Das wäre richtig erneuend für ihn. Nein! Oder er erneut mich. Verdammt. Na gut. Ja, hast du annulliert? Bist du jetzt glücklich? Ich glaube schon. Oje, das sind 700 Schaden für uns. Macht nichts. Dafür haben wir ihn 1000 Punkte im letzten Zug Schaden zugefügt. Das sind 300 mehr als er uns. Hä? Bist du verrückt? Warum tust du das? Mein Monster ist doch... Mein Monster ist stärker als deins. Warum hast du mein Monster angegriffen, obwohl du weißt, dass es stärker ist als deins? Bist du irgendwie verrückt oder so? Oder hast du es vergessen? Bist du eine dumme KI? Kann das sein? Ja, egal. Muss ich nicht wissen. Nein! Nicht Icarus-Angriff! Scheiße! Verdammt! Ich hasse dich! Zerstört er einfach meine Monster hier! Ich glaube, er hat angegriffen, weil er ein offenes Monster haben wollte und sein Bohrer der Speer nicht aufgeben wollte. Das wäre eine Möglichkeit, okay. Na warte, Riesenratte verdeckt. Das reicht auch schon. Spielt er einfach Icarus-Angriff. Ganz schön heftig von ihm. Und deswegen hasse ich ihn jetzt auch. Jetzt hole ich ein Monster vom Friedhof zurück. Okay, Kalut der Mondschatten holt er sich wieder. Ich glaube, dass er sie jetzt spielen wird. Ja los, spielt ein Monster. Ich bin gespannt. Okay, er spielt's nicht. Ich greife lieber meine Ratte an. Ich will, dass es sie zerstört. Denn dann kann ich mir eine Wächterstatue holen. Und dann den Effekt nutzen. Und ihm sein Monster auf die Hand zurückgeben. So, ich nehme... Oder Medusa-Wurm wäre auch interessant. Oder die hier Medusa-Wurm... Soll ich? Ich nehme den Medusa-Wurm, komm, ist ja auch egal. Wir haben ja verräterische Schwerter, das ist eine gute Kombi, wenn er nicht angreifen kann und wir ihn seine Monster zerstören mit einem Medusa-Wurm. Alles klar, eine weitere Riesenratte. Gemein. Alles klar, okay. Medusa-Wurm zurück in die Defense. Und aufdecken. Jetzt haben wir den Effekt, dass wir ein Monster von ihm zerstören können. Und ich wähle sein Bohrer, der Speer. Denn sein Monster geht durch die Verteidigung und kann gefährlich sein für uns. So, jetzt eine Riesenratte in der Angriffsposition. Dann greife ich mit Riesenratte mal sein Monster an. Verdammt! 1800! Oh. Na gut, dann mache ich es jetzt so. Ich spiele jetzt verräterische Schwerter nochmal. Warum sage ich immer nochmal? Obwohl es gar nicht nochmal ist. Naja, habe ich mir irgendwie angewöhnt. Okay, Endphase. So, ich kann meinen Monster nicht mehr in die Verteidigungsposition setzen, weil wir den Effekt schon einmal benutzt haben. Er wieder dran. Ich hoffe, er kommt nicht an meine Defense vorbei. Okay, er ruft sich ein Monster vom Friedhof zurück. Boah, der Speer vielleicht? Natürlich. Aber du kommst nicht vorbei. Du musst erst meine Schwerter kaputt machen.
Okay, höchste Defense hat meine Riesenratte. Ich kann es natürlich annullieren. Na komm, mach ich einfach mal. Wirf eine Zauberkarte ab. Ah, er macht's nicht, okay. Annulliert. Jetzt werde ich meine Riesenratte abgeben und mir dann eine Wächterstatue holen. Was? Effekt der Karte aktivieren? Welcher Effekt denn? Achso, ich kann den Effekt... Ah! Verstehe, okay. Einen möchte ich jetzt nicht aktivieren. Gut, die bereite ich erstmal vor. Und dann greift meine Riesenratte den Speerbohrer an. Oder Bohrer, der Speer, was auch immer. Zack. Mein Monster wird zerstört. Wir kriegen 300 Punkte Schaden. Das ist es mir jetzt absolut wert. Jetzt kommt der Effekt der Riesenratte. Und ich hole mir jetzt eine Wächterstatue von meinem Deck. Oder Golem-Wachposten, Wächterstatue ist ja das, aber ich tue die zwei immer als Wächterstatue bezeichnen. Also, ja, in dem Fall ist es jetzt der Golem-Wachposten, denn dieses Monster hat eine höhere Defense. Als nächstes bereite ich auch meine meinen Golem-Wachposten vor und setze meinen mystischen Weltraum-Taifun verdeckt, denn mit der können wir jederzeit seinen Bohrer der Speer klein machen, indem wir einfach diese Karte hier zerstören. Ups, Moment. Okay, jetzt ist er wieder dran. Ja, das wird heute wieder ein längerer Part. Vier Duelle in diesem Part. Das ist jetzt Rekord, glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon, oder? Ne, wir haben ja einmal noch Structure Deck Duelle gemacht, genau. Okay, jetzt zerstöre ich seinen Bohrer der Speer, indem ich jetzt Ruf der Gejagten zerstöre. Gut, der zweite Zug der phoretischen Schwerter ist angelaufen. Letztes Angebot, eine Karte, die heute verboten ist. Jetzt flippe ich Medusa Worm und mache sein Monster kalt durch den Effekt. Was? Effekt! Nächster Angriff in diesem Spielzug erhält auf. So, okay, jetzt kriegt er keinen Kampfschaden, glaube ich, oder? Kampfschaden, den du vom nächsten Angriff in diesem Spielzug. Achso, okay. Das ist wieder so eine Ausredenkarte. Alles klar, Battleface. Da der erste Angriff 0 Kampfschaden gibt, greife ich mit dem Schwächeren zuerst an. Ja, jetzt kommt der Effekt von seinem Monster. Wir bekommen. Ja, er kriegt 0 Kampfschaden, allerdings fügt ihm das jetzt 800 Punkte zu. Jetzt hat er nur noch 600. Mainfest 2. Jetzt kommt wieder der Effekt der Wächtermonster. Alles zurück in die Verteidigungsposition und Endphase. Er kommt nicht an meine Verteidigung vorbei und wenn er Monster spielt, macht es keinen Sinn. Ich werde es einfach wieder mit Medusa-Wurm zerstören. Er müsste jetzt irgendwie, ja, möglichst viel Schaden zufügen, irgendwie. Ich wüsste jetzt kein Ereignis, was dies bewirken könnte. Eine verdeckte, okay. Im schlimmsten Fall könnte das Spiegelkraft sein. So, Zwangsevakuierungsgerät. Gib mein Monster auf dem Spielfeld auf die Hand seines Besitzers zurück. Jetzt flippe ich Medusa-Wurm, mach sein nächstes Monster kaputt. Sag auf Wiedersehen. Verzweiflung macht sich bei ihm bereit. Er versucht noch irgendwie was zu zerstören, aber jetzt weiß ich, dass es kein Spielkraft mehr sein kann. Jetzt hat er mir meine Unsicherheit genommen. Ja, jetzt kann ich ihn gar. Oh, nicht schon wieder dieser Effekt. Na gut, aber egal. Ich kann ihn jetzt trotzdem kaputt machen, weil ich wieder genauso angreife wie gerade eben.
Medusa-Bomb zuerst und dann die Golem-Wachstatue oder Wächterposten. Und das reduziert dann seine Lebenspunkte auf 0. Jetzt kommt wieder die Ausredenkarte von ihm. Und diese Karte beendet jetzt das Ganze und auch diesen Part. Game over. Maximaler abgewehrter Schadensbonus. Ah, okay. Ach man, ich habe verloren. Ich muss wohl noch an meinem Deck arbeiten. Ja, das solltest du. Oh, da ist Kellen schon wieder. Oh, ihr seid beide hier. Der finale Gebietskampf findet morgen statt. Ja, ich kann es kaum noch abwarten. Wir treten gegen Team Nichtwächter an. Ich habe gehört, dass sie viele Mitglieder haben. Ein großes Team, was? Dann werde ich wohl besser noch an meinem Deck für morgen arbeiten. Richtig. Egal, wer unser Gegner ist. Man muss sich immer auf das Schlimmste vorbereiten. Keine Sorge, ich werde bis morgen ein unbesiegbares Deck zusammenstellen. Ich werde auch Yusei und Jack darüber informieren, was läuft. Yanka, versichere dich, dass ihr für morgen alle gut vorbereitet seid. Ja, ich bin ja schon vorbereitet. Dann gehe ich schon mal vor und mache mich an die Arbeit. Achso, okay. Yanka, komm schon, lass uns duellieren. Hey, ich will mich auch mit Yanka duellieren. Ich bin zuerst dran. Nö, ich will zuerst. Komm schon, kein Streit. Außerdem muss sich Yanka auf morgen vorbereiten. Ja, aber er hat es mir versprochen. Mir hat es auch versprochen. Hat er nicht? Hat er wohl? Hast du den beiden wirklich ein Duell versprochen? Ja, habe ich mir schon gedacht. Ach, Kinder. Wie wäre es, wenn ich mich stattdessen mit euch duelliere? Nö, wir wollen kein Duell mit dir, Crow. Das macht keinen Spaß. Was? Oh, jetzt seid ihr euch beide plötzlich einig, wa? Nun gut, wie wäre es damit? Ihr beide tut euch zusammen. Dann werden Yanka und ich euch in einem Tech-Duell fordern. Seid ihr jetzt glücklich? Hey, tut mir leid, ich hoffe, das dauert nur eine Minute. Die lassen uns sonst keine Ruhe. Na gut. Besser als sich nur mit Crow zu duellieren, schätze ich. Ihr solltet etwas Respekt zeigen. Wer kümmert sich denn um euch? Du, Crow? Oh, ja. Egal, ihr kennt alle die Regeln für Tech-Duelle, oder? Nö. Jetzt muss ich... Ja, das habe ich mir schon gedacht. Willst du auch die Regeln hören, Yanka? Nein. Ja, will ich auch nicht. Ich will dich damit auch nicht langweilen. Warte kurz, bis ich den Kleinen das erklärt habe. Okay. Eigentlich wollte ich den Part jetzt beenden. Aber... Weil es gestern keinen Part gab, gibt's noch ein Duell heute. Auch wenn ich keine Stimme mehr habe, muss ich zugeben. Aber bringen wir es hinter uns. Das sollte nicht so lang dauern. So, Tech-Duell. Vor- und Nachteile bietet diese Duellart. Vorteil. Ja. Man fühlt sich nicht schlecht, wenn man verliert, sagen wir es mal so. Man kann es immer auf den Gegner schieben, wenn man verliert. Nachteil, der CPU-Gegner macht manchmal richtig. Richtig scheiße. Und tut manchmal dein Feld voll spammen oder greift irgendwie ganz dumm an. Ja, und der Gegner hat Spielkraft und alle Monster sind dann weg und dann ärgerst du dich für deinen Kollegen, ne? Und würdest die am liebsten richtig, richtig zusammenschlagen, sag ich jetzt mal. Ja, also Vor- und Nachteil hat diese Duellart. Ich persönlich bin kein Fan von der. Schau mal, wie es hier abgeht. Er spielt Board, der Speer gleich am Anfang und greift ihn an. Sehr gut. Geht durch die Verteidigung eher. Was kann diese Karte... Moment, will mir die Karte durchlesen. Was ist das für ein Effekt? Gibt zwei Zauber oder Feinkarten auf dem Spielfeld, die Hand ihre Besitz zurück, okay.
Ja, jetzt müssen sie ihre eigenen nehmen, weil wir keine hier haben. Super. Oh nein, das Feld ist leer. Alles klar. Sie ist wieder dran, oder sie ist... Warum sage ich wieder? Ich hab's schon wieder gesagt. Seht ihr? Das gibt's nicht. Entweder sage ich nochmal oder wieder. Obwohl es gar nicht stimmt. Ich muss daran arbeiten, mir das abzugewöhnen. Alles klar, Gaia-Kraft. Ein Feldzauber wäre es gewesen, was die Stärke von Bodenmonstern erhöht um 500. Allerdings senkt es die Stärke der Verteidigungskraft der Bodenmonster um 300 oder 400. Ich schätze mal 300. Oh, Opferlamm. Sie kriegen 2 Lammspielmarken auf dem Feld. Die völlig nutzlos sind. Also zum Opfern vielleicht. Oder zum Synchro beschwören. Oh, die haben Synchro-Monster in ihrem Deck. Na gut, wer es mag. So, jetzt sind wir endlich dran. Ich könnte mit Bohrer oder Speer den hier angreifen. Ebenholz 2 bringt bei Bohrer oder Speer nichts, denn Bohrer oder Speer geht sowieso durch die Verteidigung. Ich könnte allerdings neue Abfangkanonen benutzen. Oder die Riesenratte und dann den Ebenholz 2 benutzen und dann, ja, die Lammspielmarken kaputt machen. Genau das mache ich. Also Riesenratte zuerst. Dann benutze ich den Ebenholzpfeil. Auf meine Riesenratte. Senkt meine Angriffskraft auf 900 runter. Allerdings geht die jetzt durch die Verteidigungspunkte. So, jetzt mache ich die 2 Opferspielmarken kalt. Zum ersten und zum zweiten. Beide Monster gehen durch die Verteidigung. Als nächstes setze ich dann meine Falle verdeckt, um mich vor Zauber und Fallen zu... eigentlich nur vor Zauberkarten zu schützen. Und beende meinen Zug. Mann, ist lange her, seit ich wieder eine Stunde aufgenommen habe. Am Stück, muss ich sagen. Ich schätze so, ein knappes Jahr ist es her, seitdem ich wieder eine Stunde aufgenommen habe am Stück. Verdammt, ich habe vergessen, meine Falle zu aktivieren. Ach was, als Kartenhändler ist ja gar nicht so gut. Die Karte bewirkt nur, dass, wenn sie eine Karte ziehen, sie die Karte zurück ins Deck legen können und sie stattdessen eine neue ziehen können. Die ist gut in einem Exodia-Deck. Allerdings weiß ich davon, dass die beiden keine Exodia-Teile in ihren Decks haben. Wäre auch ein bisschen seltsam. Oh, Bohrer der Speer Nummer 2 von ihm. Jetzt haben wir 2 Monster, die durch die Verteidigungskraft gehen. Ich frage mich, ob eben als Pfeil dauerhaft wirkt. Ich glaube nicht. Schön wär's. Naturia kosmisches Beet. Okay. Will Effekt lesen. Hat dein Gegner erfolgreich ein Monster normal beschwören? Hey, warte, ich will mir das durchlesen. Halt, du spielst viel zu schnell. Die Zuschauer können nicht lesen, was für Effekte die Monster haben. Okay, ihr müsst schnell stoppen, ne? Ich versuche so gut wie es geht durchzublättern. Wie es geht, okay. Wenn die Skala jetzt normal beschwören wird, kannst du 2 Karten von deiner Hand auf den Deck mischen und dann 2 Karten ziehen. Nachdem diese Karte zerstört wurde, ziehe eine Karte. Auch eine gute Karte in dem Exodia-Deck. Ah ja, eben heute voll gilt nur für einen Zug, dachte ich mir. Ja, wir sind ziemlich überlegen gerade. Aber wir sind ja auch 2 erfahrene Duellanten und wir sind ja eigentlich nur 2 Kinder. Eigentlich voll, feige eigentlich. Kartenhändler. Jetzt kommt der Effekt von der Karte, die sie gerade gezogen haben, wird zurückgemischt. Und es wird eine neue gezogen. Na, was macht ihr jetzt? Eine Verdeckte, okay. 2 Verdeckte, okay. Gut, wir haben 2 Monster, die durch die Verteidigungskraft gehen. Und eine, die nicht durch die Verteidigungskraft geht, oder beziehungsweise kann ich jetzt
Genau, ich biete jetzt mal die Riesenratte als Tribut an. Ich glaube nicht, dass sie eine wirklich gute Falle haben, die den Angriff meiner Monster überleben können, also aufhalten können. So, zum ersten, das geht durch die Verteidigung. Ein weiteres Naturia-Monster. Gut, dann Bohrer der Speer. Ja, stimmt, ich hätte es eigentlich schon längst mit meinem anderen Monster sofort beenden können. Okay, dann mache ich es jetzt. Okay, das war's auch schon. Leichtes Spiel. Und weitere Boni, wir müssten einen Tech-Bonus bekommen, oder? Nee, okay, dann eben nicht. Alles klar, wir sind ein tolles Team. Steck diese Karte in den Deck, damit erhöht sich unsere Teamfähigkeit. Okay, jetzt will ich sehen. Hä, der Rechner? Ja, die ist ordentlich. Die Rechnerkarte bekommt 300 Angriffspunkte für jede Stufe auf unserem Spielfeld. Seid ihr jetzt zufrieden? Wir müssen uns auf morgen vorbereiten. Also geht draußen spielen. Ihr habt morgen noch einen Gebietskampf? Ja. Wenn wir den morgen gewinnen, haben wir ganz Satellite erobert. Boah, cool. Viel Glück, Janka. Und dir auch, Crow. Ja. Das sind schon welche. Janka, du bereitest dich jetzt auf morgen vor, oder? Du solltest versuchen, dich mit vielen verschiedenen Leuten zu duellieren. Habe ich doch schon. Ich habe mich gerade mit... Wie viele Leuten in diesem Part duelliert? 5 Stück, glaube ich, oder? Eigentlich waren es 3. Oder nee, 4. Wenn man den Tag dazu rechnet, sind es 4. Und ja, waren insgesamt 5 Duelle in diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem etwas längeren Part. Und im nächsten Part gibt es den finalen Duellkampf gegen Team Nichtwächter, heißen die, glaube ich. Wird wahrscheinlich wieder ein längerer Part. Also dann, ich hoffe, ja, ihr hattet Spaß an dem Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut, euer Janka LP. Ciao.